Ich habe in den letzten Tagen relativ viele Videos über irgendwelche gruseligen Mysterien gemacht, die man auf den unterschiedlichsten Online-Plattformen, in letzter Zeit besonders 4chan, Reddit oder auch Twitter und YouTube finden konnte. Dies waren immer recht gruselige Geschichten, die nur halb oder überhaupt nicht aufgeklärt werden konnten. Geschichten, die so seltsam waren, dass man gar nicht glauben könnte, dass sowas tatsächlich passierte. Doch heute möchte ich über etwas deutlich Düstereres sprechen. Denn heute geht es nicht um irgendwelche gruseligen Mysterien, Geschichten, die erfunden klingen. Es geht um Dinge, die tatsächlich passiert sind. Dinge, die nachweisbar sind und die umso schrecklicher deswegen auch sein können. Heute möchte ich über drei solche Beispiele reden und für das heutige Video habe ich mich mal nur auf 4chan konzentriert. Ich möchte ganz kurz einmal sagen, dass ich mit diesem Video nicht die 4chan-Community niedermachen möchte. Auf dieser Seite sind die meisten Leute sehr freundliche und hilfsbereite Menschen, wie es scheint. Doch wie in allen anderen Internet-Communities auch, gibt es auch auf 4chan verschiedene Seiten und verschiedene Nutzer, die deutlich schrecklichere Absichten haben. Wir beginnen einmal, um das zu verdeutlichen, mit der ersten Geschichte, die ich die Gratis-Pizza nenne. Es geht darum, dass auf dem Random-Board der Seite, da wo man alles Mögliche posten konnte, eine Frau eine Frage postete. Sie sagte, wenn jemand ihr eine Gratis-Pizza ausgeben würde, sprich eine Pizza zu ihrem Haus bestellt, dann würde sie ein Nacktbild von sich online posten. Viele Leute lasen dies und wollten dies natürlich gleich ausnutzen und so wurde direkt eine Pizza dorthin bestellt und sie kam auch an. Viele Leute warteten nun darauf, dass das Nacktbild gepostet wird, doch eben etwas anderes kam. Die junge Frau namens Rachel postete ein Bild von ihrem Gesicht neben einem Zettel. Auf diesem Zettel stand sinngemäß: "Lol, ich habe euch nur verarscht und jetzt verschwindet." Es war eine Nachricht, die recht überraschend kam für viele Nutzer und die junge Frau fing danach an, auf Facebook damit anzugeben, dass sie es geschafft hätte, die gesamte 4chan-Community fertig zu machen, zu verarschen und so weiter. Das war der Moment, wo viele Nutzer dieser Seite es persönlich genommen haben und einen Krieg gegen diese junge Frau anfing. Es war ein ziemlich einseitiger Krieg, denn sie haben versucht, das Leben dieser jungen Frau zur Hölle zu machen. Zunächst fanden sie heraus, dass für sie bald ein Flug nach Südafrika anstehen würde. Sie sahen nach, wo sie ungefähr lebte und riefen den nächsten Flughafen dort an und warnten, dass wenn sie vorbeikommt, sie vielleicht eine Bombe dabei hätte. Als Rachel dann bei dem Flughafen bereit für ihre Reise ankam, wurde sie festgenommen, untersucht und verpasste so ihren grundsätzlichen Flieger. Es ging allerdings ab diesem Moment noch weiter, denn viele Nutzer fanden nicht nur die Schule heraus, wo sie hinging, sondern sie fanden auch ihre Handynummer heraus und fingen an, die junge Frau zu terrorisieren. Sie erpressten und bedrohten sie sogar, dass wenn sie nicht ihr grundsätzliches oder ursprüngliches Versprechen wahrmachen würde, sie weitere private Informationen online posten würden und dass das Leben dieser jungen Frau eine einzige Hölle wird. Und aufgrund dieser Erpressung, aufgrund dieses Drucks, hat das junge Mädchen nachgegeben und postete dann ein Bild von sich oben ohne, damit die ganze Sache aufhörte. Das Ganze hörte natürlich nicht unbedingt auf, es gab verschiedene Nachrichten an die Mutter der jungen Frau, dass ihre Tochter eine Hure ist und dergleichen. Aber das war die erste Geschichte, womit ich euch zeigen wollte, dass es auf dieser Seite die unterschiedlichsten Bereiche der Community gibt, die zu so etwas Schrecklichem wie einer Erpressung und Bedrohung fähig wären, nur um ein junges Mädchen dazu zu bringen, beziehungsweise eine junge Frau dazu zu bringen, Nacktbilder zu posten. Doch kommen wir jetzt zur nächsten Geschichte, die recht kurz, aber dafür umso grausamer ist. Das ist die Geschichte: Was ist in meinem Gefrierschrank? Ebenfalls auf dem Random Board wurde eine simple Frage gepostet. Was habt ihr so im Gefrierschrank? Ratet mal, was in meinem ist. Sofort fingen Leute an, die normalsten Dinge zu raten. Sie rateten Pizza, Eis, Wasser und dergleichen. Manche fragten danach, ob vielleicht Urin dort drin ist. Und andere posteten schon deutlich schlimmere Fragen, wie zum Beispiel dein eigenes Haustier und dergleichen. Doch all diese Nachrichten waren falsch gewesen. Doch irgendwann kam ein User hervor, der die Antwort erraten hatte. Er schrieb nämlich: Hast du vielleicht einen menschlichen Körper dort drinne? Was dann folgte, waren Fotos von abgetrennten menschlichen Körperteilen.
Als erstes war es ein Foto von einem Bein, dann ein Kopf, dann ein Oberkörper und so weiter. Es waren schreckliche Bilder, die ich natürlich selbstverständlich hier nicht posten werde und auch ich nur im verpixelten Zustand gesehen habe. Viele Leute fanden das Ganze schrecklich, doch gingen davon aus, dass es vielleicht nur irgendwelche Gore-Bilder sind, die man auf Google gefunden hatte. Doch der Uploader dieser Bilder postete kurz danach ein Bild von seinem Unterarm mit dem typischen Random Board B, das Zeichen für dieses Board, vor seinem Gefrierfach. Es war der absolute Beweis, dass dieser Mann keinen Witz gemacht hat, dass er nicht irgendwelche Bilder nur runtergeladen hatte. Er hatte zu Hause ein Gefrierfach mit menschlichen Körperteilen. Er war ein Mörder. Doch das Problem war, er hatte seine IP-Adresse so unterdrückt, dass niemand herausfinden konnte, wer er war. Man versuchte herauszufinden, wo er lebte, versuchte diesen ganzen Mord aufzuklären. Doch seit 2007 bis heute konnte dieser Fall nie aufgeklärt werden und auch der Uploader schrieb nie wieder etwas auf 4chan. Gut, bisher hatten wir eine Community, die dafür sorgte, dass eine Frau bedroht wurde, um Nacktbilder zu posten, und wir haben einen Mörder, der 4chan dazu nutzte, um Mörderbilder zu posten. Doch jetzt kommen wir noch zu einem Fall, wo jemand versuchte, der 4chan-Community selbst zu schaden. Und zwar wurde eines Tages, ebenfalls auf dem Random Board, ein simples Bild und eine Anleitung gepostet. Es war das Bild eines Kristalls und einer schrieb dazu, dass er eine Anleitung hat, um relativ leicht wunderschöne Kristalle in Sekundenschnelle zu erzeugen. Dafür gab er auch die Anleitung mit verschiedensten Haushaltsgegenständen. Es waren Dinge, die man in jedem Haushalt finden kann und die an sich auch nicht seltsam wirkten. Ich werde diese Anleitung hier jetzt nicht vortragen, ihr werdet gleich verstehen warum. Diese Anleitung sollte dann durchgeführt werden, sprich alle Zutaten sollten in ein Glas gefüllt werden und dann müsste man mit einem Strohhalm 30 Sekunden in diese Mischung hineinpusten. Innerhalb weniger Sekunden müssten sich dann wunderschöne Kristalle bilden. Sofort haben Leute das gelesen und fanden, dass das Ganze sehr interessant klang. Sie wollten es auch gerne direkt ausprobieren, suchten die Zutaten zusammen und machten, was dort stand. Was sie nicht wussten, war, dass der Macher dieses Posts keine wunderschönen Kristalle im Sinn hatte. Er wollte nichts Nettes posten, er hatte deutlich bösere Absichten. Ob es wirklich eine böse Absicht war oder nur ein wirklich sehr schlecht gemeinter Scherz, weiß ich nicht. Doch mit dieser Anleitung konnte man keine Kristalle erschaffen, sondern Chlorgas. Chlorgas ist ein giftiges Gas, welches im Ersten Weltkrieg als Waffe eingesetzt wurde. Schon geringe Mengen, die man davon einatmet, sorgen dafür, dass der Mundraum, der Rachen oder auch der Speisetrakt vollkommen verätzt wird. Es sind extreme Schmerzen und innerhalb kürzester Zeit, in der man das einatmet, würde auch der Tod erfolgen. Dieser Mann hätte mit einem Witz oder aus böser Absicht hinaus mit Absicht Menschen ermordet, die auf 4chan gerade seinen Post lasen. Menschen, die nichts Böses erwarteten, wären fast deswegen gestorben. An diesem Tag kamen viele Menschen ins Krankenhaus und posteten danach auch ihre Antworten aus dem Krankenhaus selbst. Es war ein Zeichen, dass auch jemand auf 4chan der eigenen Community so etwas antun würde. Gut, doch wie ich schon einmal am Anfang gesagt hatte, das waren nun drei wirklich schreckliche Geschichten, doch es gibt noch deutlich mehr da draußen. Es gibt Geschichten, die selbst mir zu grausam waren, um sie hier zu berichten. Weitere Geschichten von Mord, von Versklavung und dergleichen. Doch ich will's noch einmal sagen, dass ich nicht die 4chan-Community niedermachen will. Wie in jeder Internet-Community, auf jeder Plattform, ob nun YouTube, Twitter oder auch zum Beispiel Reddit, gibt es solche Abschnitte. Es gibt Menschen dort, die Böses im Sinn haben, doch 4chan ist auch dafür bekannt, dass sie schon einige gute Dinge getan haben. So hat 4chan zum Beispiel einen Amoklauf verhindert, nachdem der mutmaßliche Amokläufer auf 4chan seinen Plan gepostet hatte, oder sie hatten es auch geschafft, zwei jungen Männern zu helfen, die Gedächtnislücken aufwiesen. Diese jungen Männer sagten, dass sie sich an gewisse Dinge nicht mehr erinnern könnten, beziehungsweise dass seltsame Post-its auftauchten, die sie nicht gedacht haben zu schreiben, und ein Nutzer sagte, dass sie vielleicht eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung erleiden könnten. Ein späterer Test ergab, dass dies stimmte, und eben diese Nachricht auf 4chan rettete den beiden jungen Männern das Leben. Ich möchte mit diesem Video nur euch einmal zeigen, dass man vielleicht vorsichtig sein sollte, was man alles da draußen im Internet liest, weil man nie genau weiß, wer dort auf der anderen Seite gerade sitzt und was seine Absichten sind. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.